So, ihr Lieben, hier ist wieder Knochen. Ja, ich bin wieder da. Begrüßt euch. Ich begrüße. Was ich sagen wollte? Nein, herzlich willkommen. Ich spiele heute Long oder Long? Long? Dragonblood. Auch ein neues MMO, relativ neu. Ich muss mir jetzt einen Server aussuchen. Hier gibt es zwei Server. Echt jetzt? Zwei Server? Holy crap. Upsala. Und jetzt Lushan. Lushan, oder? Grün sehr gut. Letzter Login Server, ich muss mich einloggen. Bis zur Account habe ich alles fertig. Shit, ist das laut. Erstmal leiser stellen hier. Account. Error. Ist das Account Name oder? Und das Passwort war Jesus. Was habe ich denn bisher genommen? Was habe ich genommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gucken wir mal, ob es das war. Oh, das war's. Alles klar. Mach jede Stunde eine Pause. Aha. Das spielt also hier, also ist im alten China angelehnt. Und, ja, ist, wie man es von vielen MMOs kennt, halt so halt viel Kampf jetzt. Schwer zu sagen, ich kann da noch gar nichts richtig zu sagen, weil ich, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal überhaupt drin bin hier. Ich habe noch nie mal ein Video von dem Spiel gesehen. Neu. Charakter erstellen. Geschlecht, männlich oder weiblich? Ein bisschen macho sein und natürlich sagen, ey, natürlich eine männliche Person, aber kann ich irgendwie reinscrollen? Ich würde das gerne mal ein bisschen größer sehen. Rüstung schwer, man kann sich hier also das wohl, hier gibt es wohl keine Klassen, scheint so, man kann sich das alles zusammenstellen, wie man will, oder wie? Frisur! Hui. Oh. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich guck mal kurz, wie die männlichen aussehen. Na, ich bleib doch bei den weiblichen. Also die Frisur. Die zweite, wir gucken mal kurz durch hier. Was haben wir denn da alles? Okay, es gibt fünf Frisuren, ich nehme die jetzt. Haarfarbe. Ne, ich glaube für so eine Asiatin schon eher eine Schwarz, oder? Da sieht besser aus. Gesicht. Oh, jetzt wird auch mal reingescrollt hier. Ja, das sah gerade ganz gut aus. Das hat was. Oh ne, das ist nicht so mein Fall. Das sieht so ein bisschen puppenhaft aus. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich glaube, ich nehme das. Das passt irgendwie. Details. Ach so, Kriegsbemalung hier. Oh Gott, ich bin ja mit dem Rambel. So, das ist ein Detail, welches ich nicht sehe. Ach du Scheiße. Ein rotes Auge. Nee, komm, dann lassen wir weg, oder? Wieder ein Detail, welches ich. Nee, da ist irgendwas über der Nase, wie eine Narbe. Ja. Wir nehmen keine Details. Outfit. Okay, so ein dunkles kommt ganz cool. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Okay, es gibt nur drei Outfits. Ich glaube, ich nehme das. Das hat was. Waffenvorschau. Junge, das mit der schweren Rüstung an. Holy moly. Echt jetzt? Sieht das so aus? Ist ja brutal. Sieht Stoff aus? Stoff hat auch irgendwas. So, warte mal. Kann man durchklicken. Kostüm 1. Okay, Kostüm 1, oder schwer. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Das sieht ein bisschen sehr übertrieben aus, finde ich, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen sehr krass. Kostüm 2. Oh, das sieht mir ein bisschen zu kitschig aus. Also Stoff hat irgendwas, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich das so lassen will. Schwert. Das sieht ganz cool aus. Nur ein einziges Schwert und Zweihand? Kann man die hier irgendwie. Leider kann man sie nicht drehen. Zweihand, ist das ein Schwert oder ein Stab? Das weiß ich jetzt auch nicht. Stangenwaffe. Das ist ja riesig, das Ding. Aber sie hat auch noch die andere Waffe. Die hat jetzt aber nicht vier Waffen hier, oder was? Bogen, oh, Bogen ist auch cool. Ich sehe gerade, das sieht so aus, als könnte ich zwei Waffen tragen.
Eine Zither. Eine Zither ist doch eigentlich ein Musikinstrument, oder? Kralle. Okay, kommt auch cool. Totem? Ne, ein Totem will ich nicht. Also ein Bogen und vielleicht ein Zweihandschwert. Ich glaube, das nehmen wir. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Mit dieser Rüstung. Ich weiß nicht, welche eine schwere Rüstung oder Kostüm 1. Okay, wir nehmen jetzt dieses Kostüm. Das hat was, das hat was. Das ist für jeden mit einem starken Körperangriff. Körperangriff heißt man, schreibt man das nicht zusammen? Ist okay. Ist ja auch kein deutsches Spiel. Name. Kann ich natürlich nicht Knochencharakter nehmen, Knochenbrigade nehmen. Was nehme ich denn? Ah, keine Ahnung, oder weibliche Namen. Ist auch egal. Okay. Ich bin mal gespannt, was kann ich jetzt machen? Sichern. Muss ich zwischenspeichern? Der Sicherheitscode wird für das Löschen und Erstellen eines Charakters. Okay. Sicherheitscode. Maximal 8 Zeichen. Oh, jetzt habe ich irgendwas. Sicherheitscode erfolgreich gesetzt. Kann ich mich bewegen? Kann ich schon irgendwas machen? Ich würde gerne mal anfangen. Okay, ah, mit der jetzt kann ich anfangen. Okay. Aber ich habe noch keine Waffen. Ja gut, okay, das war eine Vorschau. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe es ja gelesen, eine Vorschau, aber ich habe nicht dran gedacht, dass eine Vorschau ist. Herzlich willkommen. Wer lehrt seine Spielart? Wenn du ja klickst. Du kannst auch nicht in den PvP-Modus wechseln. Wenn du nein klickst, deaktivierst den PvP-Schutz und kannst deine Kräfte mit anderen Spielern messen. Ab Level 26. Ja klar. Ein bisschen PvP wollen wir schon machen, oder? So. Erstellt. Wieso steht sie hier im Wasser? Oh Gott. Was ist denn das? Level 1. Heilungspille. Ich glaube, ich werde das alles klicken, weil als ich mich jetzt hier umgestellt habe, ich werde jetzt erstmal klicken. Okay, die Belohnung nehme ich mal. Lebensblume nehmen. Kann ich noch nicht. Abgabe bei. Kann ich mich schon bewegen? Oh, ich kann mich schon bewegen. WASD, alles klar. Da ist ein Questgeber. Er ist ein bisschen vollgeballert hier mit dem Scheiß. Bin ich gerade. Schatz in Götz. Das erstmal zu hier. Das nervt ein bisschen. Aha, cooles Quest. Eigentlich wollte ich nach links und rechts laufen wie beim WoW. Was ist eh? Nix. Gut, dann machen wir alles zu hier erstmal. Chat aus, privat, Spieler aus. Komm along, viel Spaß. Ganz welche, die sich ja mit F9 ausblenden, okay. Ich gebe erstmal die Quest an. Rechtsklick gehe ich noch aus. No. Wie kann ich dir diese Quest abgeben? Okay, so springt sie. Sehr gut zu wissen. Geht nur noch kurz. Klick nicht, NPC. Klick jetzt! Das Abenteuer beginnt an. Okay, die ist fertig. Drücke nach dem Akzeptieren der Quest auf Q, um die Questliste zu öffnen und Questinformationen zu geben. Okay. Annahme, ich nehme einfach mal was an hier. So, sprich mit. Ja, alles klar. Du kannst dich mit einem linken Mausklick oder mit Tasten WASD fortbewegen. Alright. Du findest sie, wenn du den Weg weiter folgst. Annahme.
Welchen Weg denn? Gibt's hier eine Minimap? Ich glaube fast mein Monitor ist ein bisschen zu klein. Der ist wirklich klein. Ja. Okay, Quest überwachen. Kann man das hier irgendwie alles verschieben? Ne, das kann man auch verschieben. Okay, das ist eh da hinten. Was ist das denn? Hier gibt's noch Pfeile. Was? Drücke Tab, Kürz. Oh. Ich muss mich erstmal echt ein bisschen einfinden hier. Toll, jetzt weißt du, wie man eine Quest annimmt. Drücke die Leertaste, um zu springen. Halt die rechte Maustaste, um dich umzusehen. Drehe Mausrad, um die Ansicht zu zoomen, oder? Ja, alles klar, okay. Ah, ja, okay, das ist schon ein bisschen besser. Du bekommst bei jedem Level ab 2 Statuspunkte. Mit Taste C kannst du den Charakterfenster öffnen und diese Punkte verteilen. Wähle sie weise aus. So, Kampftraining. Bitte trainiere deine Fähigkeiten an den Trainingsdummy. Wenn du das Training erfolgreich abgeschlossen hast, dann gehe zu Li Shan. Sie wird dir deine nächste Aufgabe geben. Ich werde die Quest jetzt erstmal mehr oder weniger vorlesen. So, wo ist denn Li Shan? Drücke Tab fürs nächste Ziel. Trainingsdummy. Der befindet sich wo? Drücke Tab fürs nächste Ziel. Wo war jetzt dieser Training Summy? Muss ich da dieser Spur folgen oder was? Ist das hier ein Training? Ja, hier ist ein Training Summy. Bitte wechsle das Ziel, bevor du den Skill nutzt. Oh, what? Ah, alles klar. Ist ja cool. Aber ein bisschen kompliziert zu steuern irgendwie. Das ist ein bisschen klobig. Ist die Quest jetzt fertig? Ja, sie ist fertig. Mal gucken, wo ich die jetzt wieder abgebe hier. Ich kann diese verkackte Minimap nicht sehen. Jetzt ist es doch schon etwas besser. Was ist denn das alles hier? Minimap-Einstellung, Hilfe-Menü. Tutorial. Naja, vielleicht soll ich einfach mal ein verdammtes Tutorial machen. Gucken wir mal eben das Tutorial. Okay. Fortfahren. Ja. Quest verfügbar. Gut, ist sogar möglich. Kennt man. Um die Wegefinden-Funktion zu aktivieren, klicke auf den unterstrichenen Namen im Questlog Queue. Okay. Doppelklick links, um einen Gegner anzugreifen. Eieieie, alles klar. Zack. Gut, das haben wir auch. Linksklick oder Taste C, um deinen Charakter zu öffnen. Siehst du deine Startpunkte und so weiter und so fort. B zum Öffnen des Inventars für Berg. Ja, rechtsklick, meine Waffe oder Ausrüstung sollte man anlegen. Öffne das Talentfenster mit K, vergib die Punkte für einen Skillbaum, die zu deiner Waffe passen. Neu erlernte Skills erscheinen automatisch in der Shortcut-Liste. Rechtsklick auf die Identifikationsrolle, linksklick auf den identifizierenden Gegenstand. Okay, bestätigen. Wozu das gut sein soll, weiß ich noch nicht. Öffne das Patch-Status mit P. Hey. Okay, dem Tier kann man aber auch irgendwas anlegen, das ist interessant. Drücke J, um das Titelmenü zu öffnen. Okay, Titel brauche ich jetzt nicht. Nutze den Samsara-Stein, um mit der Transportflagge hierher teleportiert zu werden. Stirbst du, kannst du dich hier wiederbeleben. Mit Hilfe des Universumsteins kannst du... Okay, teleportieren, alles klar. Gut, okay, meine Freunde. Lagerverwalter ansprechen, einlagern, auslagern, okay, das kommt bestimmt auch gut. Gut. Quest. Cool. Ich würde jetzt gerne mal wieder zurückkommen hier. Okay, sie läuft jetzt automatisch dahin, weil ich auf diese Li Shan geklickt habe.
da steht sie auf dem Gebiet. Du kannst sie verbessern, um den Verschleiß daran geringer zu halten. Okay, dann sieht also aus mit den Waffen. Ich krieg wieder 100 Erfahrung. Sprich mit Tai Hao. So, dann nochmal zu Tai Hao. So, erstmal annehmen. Bin ich aufgestiegen oder was? Linksklick oder C-Taste und bla bla bla. Okay. Hab ich da wohl auch schon gemacht. Ich hab eine Vitalpille. Booster, Erfahrungsrolle. Bereit an 120 Sekunden. Du bist getötete Monster. Du kannst ihn nicht zusammen mit anderen XP-Boostern verwenden. Okay. Hebe ich mir erstmal auf. Noch kämpfe ich ja gegen kein Monster. So, selbst. Titel habe ich auch noch nicht. Brauchen wir auch erstmal alles nicht. Verletzung 0. So, wo war das hier? K. Ne? Punkte kann ich noch nicht vergeben. Passive Talente haben wir auch keine weiter. Okay, 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 okay. So, wieder ins Questlog gucken. Tai Hao. Die Körper, ne? Und die Waffen und Rüstung. Es gibt insgesamt 6 Statuswerte, die bekommst. Du bekommst ja, ne? Okay. Statur verbessert die HP und den Körperschutz. Stärke erhöht den Körperangriff. Ki, also Kri, Ji, wie will man das machen? Erhöht die MP und den Magieschutz. Magie erhöht den Magieschaden, Geschick verbessert das Ausweichen, Präzision erhöht die kritischen, erhöht die Trefferchance und die Chance auf kritische Treffer. Wenn du die Quest beendest, dann bekommst du ein Level Up, vergiss nicht die Statuspunkte zu verteilen. Das Interessante ist irgendwie, dass es hier wohl keine festen Klassen gibt, sondern man kann seinen Charakter individuell irgendwie jetzt also stärken oder beziehungsweise mit Fähigkeiten ausstatten, und das macht das irgendwie interessanter. Das ist jetzt, wie soll ich das sagen, ein bisschen wie WoW, wo man früher noch diese Talentbäume hatte, diese richtig großen, wo man 60 Punkte und mehr vergeben konnte und dann individuell alles verkacken konnte oder ja, wirklich richtig gut dann seine Talente verteilen konnte. So, aufgestiegen. Rang 2. Ich habe keine Waffe, ich habe gar nichts weiter. Geschlecht bewahrt, Sternzeichen, achso, das ist soweit, das, jetzt habe ich das verstanden. Eigene Details, so. Okay, Statuspunkte. Ja, will ich ja vergeben. Wo vergebe ich die denn? Widerstände. Zeige Statuspunkte. Wo sind denn diese Statuspunkte? Blind oder was? Irgendwo müssen doch diese Statuspunkte sein hier. Come on. Ach, hier! Hier! So fett in dem Fenster. Ich gehe tatsächlich erstmal auf Statur und Stärke. Zur Not erstelle ich halt noch einen Charakter, wenn ich das irgendwann mal alles besser begriffen habe. Aber so ist man ja richtiger Newbie hier. Ich muss halt dementsprechend auch durch. Dann schalte mal wieder zu und nehme Kampftechnik an. Ich nehme, würde mich auf jeden Fall für eine schwere Rüstung entscheiden. Berechtigung entscheiden. Da wird ja eine Stoffrüstung, da wird ja eine schwere Rüstung. Okay, Annahme. Kampftechnik fertig. So, muss ich jetzt erstmal auswählen. Quest beendet. Die erste Rüstung. Ich spreche mit Junjuya, um deine Ausrüstung zu bekommen. Annahme. So, Junjuya. Neue Rüstung B kennt man. So. Okay, nehme ich an. Ich krieg. Ach so, ich muss mir was aussuchen jetzt. Wurde ja automatisch angelegt, wollte ja gar nichts machen. Können wir nochmal kurz gucken hier.
Ist das alles locked hier oder ist das einfach frei? Ich glaube, man hat hier feste Taschen. Könnte ich mir vorstellen. Heilungspille, Magiepulver. Zusatzbeutel. Edle Aufwärtsstein. Ist ja interessant. Aber es sind nur die Sachen, die man sich ja noch kaufen müsste, ne? Dieser Shop und so. Okay, brauchen wir nicht. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht mehr. So, ich habe das automatisch angelegt, ja. Jetzt habe ich überhaupt erstmal Rüstung. Okay. Rechtsklick auf eine Waffe. Aber ich habe ja ohnehin nichts. Von daher, ich glaube, den Scheiß mache ich erstmal zu. Ich hasse diese Shop-Werbung. Anfänger Stiefel, Anfänger diesem Ding, alles klar. Erste Waffe. Stab. Starker Bogen. Also Bogen hätte ich Bock. Ich nehme das mal an. So, bekommen wir jetzt noch nichts. So, jetzt lesen wir mal kurz. Es gibt vier verschiedene Körperangriff-Talente. Es sind Schwert, Zweihand, Stangen und Bogen. Jeder hat ihre Vorteile. Die Schwertbenutzer können ihren vollen Waffenschaden zusammen mit den Fähigkeiten auf ihre Beine wirken. Zweihandbenutzer haben vergleichsweise mehr Power. Die Stangen benutzen ihre Reichweite, um die Gegner zu halten. Bogenbenutzer greifen ihre Feinde aus der Ferne an, sind selten in der vordersten Reihe zu finden. Wenn du Körperwaffen benutzen willst, musst du immer die Waffe angelegt haben. Bitte wähle eine Belohnung. Jetzt muss ich ganz kurz noch mal was gucken. Ach Quatsch. Zweitwaffe, Hauptwaffe, Halskette. Das ist die Frage, nämlich eine Zweihandwaffe. Ich glaube, ich nehme doch erstmal eine Zweihandwaffe. Aber ich kann auch eine Zweitwaffe benutzen. Okay, coole Sache, coole Sache. Talente, Annahme. Basislehrbuch. Alles sehr interessant für mich gerade hier. So, hier ins Kreisbuch gucken. Zhongyuan. Ich gebe dieses Basislehrbuch, wenn du weiter so machst, dauert es mir lange, bis du ein großartiger Kämpfer sein wirst. Öffne das Talentfenster und Skillbomb, die zu deiner Waffe passen. Yin Yang, Heilung, Zitter, Magie, okay, ich habe Zweihand. Talent. Kann ich jetzt schon irgendwo was? Nee. Okay, das stand alle zwei Stufen. Ist bei mir noch nicht passiert. Passiert. Aber gut, lieber dreimal reingeguckt, bevor man es überhaupt nicht mehr kapiert hat. Questgegenstände müssen nicht aufgehoben werden, sie landen automatisch in deinem Questinventar. Allerdings musst du andere Beute aufgeben. Das geht vielleicht, wenn du die. Ja, alles klar. Die Tests of Ventures sind verrückt. So. Verlasse das Gebiet. Jetzt weiß ich nicht, gibt es sowas wie erholt und nicht erholt? Gut, ich habe jetzt ein Skill da. Oder würde ich hier reinbekommen dann? Oh, ich nehme jetzt mal meine Kopfbelohnung hier. Für was ist denn dieser Segen? Ach, warte mal. An Ort und Stelle wiederbelebt werden. Alles klar. Läuft also ein bisschen anders ab hier als in Spielen, die man so schon kennt. So, ich glaube einfach mit dem Questlog hier. Mensch schon. Ich habe noch gar nicht Level 5 erreicht.
Bitte vernichte 5 Seerosendämonen. Hatte ich nicht gerade so ein XP-Ding hier? Ich habe eine XP-Teil. Heilungspille. Energiepulver. Doch nicht so ein XP-Teil. Dann mal ab zu den Seerosendämonen. Aber die läuft immerhin so. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber sie läuft so automatisch, dass man. Ey, yo, 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 hier sind sie doch. Gibt's hier was zum Looten? Ne, ich werde das schon noch rausfinden. Ich werde schon noch rausfinden, wie es im Glück aussieht. Ups. 3 von 5. Bam. So, die haben wir fertig. Ich nehme trotzdem noch einen mit hier, ist egal. So, kein Gegner. Level up. Level up. Okay, wir haben das Questenlock gedrückt. Gigi, Gigi. Statuspunkte. Schön, dich zu sehen, Pazuzu. Der erste Kampf. Magiepulver und Heilungspille. Okay, brauche ich noch nicht, oder? Das tut die aus. Was ist das hier? Was ist das? Treue Begleiterannahme. Ach, jetzt werde ich mir wohl mal ein Pet holen. Was ist das denn? Lotus Pit. Begleiterbeschwörung permanent. Und die Pit. Schwarze Katze. Okay. Hier, Statuspunkte. Was will er denn? Ach, schon wieder. Das ist schwierig. Ich lasse mal die Magie einfach weg. Ich lasse Magie und Key weg. Oder Kree, oder wie das heißt. Ich werde mal versuchen darauf zu achten, ob sich das automatisch trotzdem noch ein Level mit erhöht hier. Also gehe ich erstmal auf Geschick und Präzision. So. Laufende Quests. Weiß ich doch auch alles, Mann. Ich weiß ja, dass ich eine Quest läuft. Cheaper Bau. Okay, um das Petfenster zu öffnen. Okay. Start der Prüfung, erwärmt die Seele. Oh, was? Ich habe gar nicht gelesen. Wie stirbt ein Magiepad? Nutze die Seele. Okay. Ja. So, jetzt muss ich mir eins aussuchen. Leider weiß ich ja nicht, wie die aussehen. Das ist natürlich blöd. Was ist das hier? Goldener Futter, sagt Pet-Zubehör. Nach der Benutzung verbraucht dein Pet keine Vitalpunkte. Jedes Pet kann nur einen Futtersack tragen. 3 Stunden lang. Okay. Okay. Lotus Pit. Was ist denn Pit? Meine. Ich hab überhaupt nicht. Ich nehme erstmal halt die schwarze Katze hier. Pet-Information. Moritz. Ja. So heißt natürlich ein Pet in China. Nutze es, um meinen Begleiter zu beschwören. Bist du sicher, dass der schwarze Katze mir helfen wird? Yes! Bitte gib einen Petnamen ein. Obwohl ich hätte auch Azrael nehmen können, weil die Schlümpfe die schwarze Katze als genau. Scheitern! Leben unsterblich. Die Katze kann nicht sterben. So, ich will ihr das Ding hier anlegen. Angelegte Gegenstände, coole Sache. Fähigkeiten. Okay, das macht das Ding wohl automatisch aufheben. Verbraucht 5 Pet-Aktivität und hat. Ach, dazu sind diese Pet-Skills. Du kannst einen Pet-Skill auswählen, den er benutzt, wie zum Beispiel hier zu looten. Also dann würde ich aber sagen, dass er lieber looten soll, weil ich habe noch gar keinen Plan hier. Oder Unterstützung verstärkt alles. Aufsatteln. Gut, kann ich noch nicht. Füllen.
Ah, interessant, man kann eigene EP an das Pad abgeben. Hier kann man es freilassen, ist klar. Name, gut, brauche ich nicht, habe ich schon. Ruhen. Okay, man kann ein Pad ru ruhen lassen und ein anderes dafür wieder nehmen. Ob offensichtlich kann man hier. Das ist interessant, das ist wirklich interessant. Ich bin gerade voll von den Socken hier irgendwie. Okay, das habe ich glaube ich richtig gemacht. Identifizieren. Das ist ein Beutel mit Perlen, mache ich. Was gibt's denn dafür? Tasche aus Stoff. Okay, aber irgendwas Cooles. Schwere Rüstung, für schwere Rüstung. Okay, cool. So. Jetzt haben wir auch wieder zu. Yon Die Grafik ist natürlich so lala, das ist auch eigentlich eher ein einfacheres Spiel hier. Also sie ist in Ordnung. Ich finde es atmosphärisch, weil ich mag diese Art chinesischer Wald hier mit dem Tempel, mit Tempelanlagen und sowas alles. Kommt ganz cool eigentlich. Und bei gratis Spielen sollte man nicht zu extrem anspruchsvoll sein. Ne? Bin ich nicht gezwungen gewesen, die Welt auszugeben. Du kannst keine Gegenstände anlegen, die noch nicht identifiziert wurden. Ah. Identifikationsgrund. Tasche aus Leder. Tasche aus Stoff, Tasche aus Leder. Schwere Rüstung ist aber also nicht unbedingt platt, oder? Jetzt klickt auf die Identifikationsrolle. Ist jetzt das hier? Hier ist die Rolle drin. Linksklick auf den zum identifizierenden Gegenstand. Alles klar, so zack, guck mal rauf. Ja, will ich. Und jetzt kann ich sie anlegen. Gehe ich mal stark davon aus. Eine coole Sache. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Keine Verletzungen. Alles scheint noch im grünen Bereich zu sein. Gute Sache. So, wir nehmen die nächste Quest an. Er hat auch einen Hook. Was gibt's denn hier? Anfängerhelm. Anfängerhut. Das ist wohl Stoff. Kann man sich die nicht vorher irgendwie angucken? Die Sachen. Würde mich interessieren. Also ist er ja gleich gewesen. Die Haltbarkeit einer Waffe ist begrenzt. Je mehr du kämpfst, desto mehr nutzt die Waffe. Wenn die Haltbarkeit zu niedrig ist, taucht neben der Minimap oben rechts ein Schwertsymbol auf. In diesem Fall benötigst du einen Schleifstein, um deine Waffe zu schleifen. Wenn du den Schleifstein benutzen willst, öffne dein Inventar, mach einen Rechtsklick auf ihn und dann klick auf Linksklick auf den Gegenstand, der repariert werden muss. Okay. Quest beendet. Ups. Jetzt habe ich vergessen, wie war die Taste fürs Inventar? Ei. Scheiße, wie war die Taste fürs Inventar? Oh Gott. Ich hab's vergessen. K? Nein, das war auch wieder was anderes. Ach, B. Identifikationsrolle. Ich habe ja gar keinen anderen Gegenstand. Das ist natürlich blöd dann. Ach, der Helm, den muss ich nicht identifizieren. Okay, stimmt ja. Habe ich vergessen. Sieht aber scheiße aus. Drei kleine Wölfe töten. Was gibt's denn dafür? Hut des Donners. Feuerwindstein. Muss man sich auch alles mal durchlesen irgendwie. So, wieder in die Quest geguckt. Zu den kleinen Wölfis.
Ist das ein Spezialschlag oder einfach automatischer Angriff? Einfach Angriff, okay. So ist schon besser. Das nervt ja langsam. So, die Sache ist voll mit Wölfen. So, die Wölfe sind weg. Zhang Boji. Jetzt soll die einfach mal lassen. Wir hier versuchen hier irgendwas auf Chinesisch umzusprechen. Den mache ich auch noch weg. Sind EP, auch nicht noch einer von denen, oder? Halt! Jetzt will ich mal wissen, sammelt der was ein da? Dann gibt's mir gar nichts mehr ein. Halte das Dorf sicher, so, gib mir mal den Krempel hier. Jetzt klicke ich auf das Buch und dann gibt es den Shortcut dazu. Wo war das Buch? Wolfenstein, der war gut. Buch des Ballers. Das erlerne ich mal eben. Okay, was ist denn das für ein krasser Kack hier? Es wird ein Blitz beschworen, der bei allen Gegnern im Umkreis von 5 Metern einen Schaden von 100 verursacht. Kostet einen Feuerwindstein. Okay, also du brauchst wohl immer Mats dazu, um, also jedenfalls hier jetzt, um die Sachen zu benutzen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht bei jedem, bei jeder Fähigkeit so. Das heißt, das würde man wohl erst verwenden, wenn man hier wirklich gegen mehrere kämpft. Und das ein bisschen knapp wird. So, ich muss der Status, Punkte vergeben. Aber okay. Magie und dergleichen erhöht sich mit. Das heißt, es ist jetzt nicht zwingend notwendig, wenn man sowieso keine Magie verwenden würde, das hier mitzuskillen. Das hat vielleicht irgendwann noch einen Effekt. Ja, hier gegen Magieschutz, also für Magieschutz. Aber ich denke mal, das reicht, wenn man das einfach durchs Level ein bisschen mit dazu bekommt. So, Wolfsfälle, Annahme, es gibt einen Umfang. Okay. 8 Wolfsfälle besorgen. Machen wir. Wo kommt sie von kleinen Wölfen? Die Viecher, die eigentlich die ganze Zeit hier rumlaufen. Wo laufe ich denn jetzt hin? Und hier sind sie, überall Wölfe, kleine Wölfe. Jetzt habe ich Schlitz und ja, schon Wolfsfell. Gut, dass ich meine Katze habe. Eigentlich ist das, glaube ich, angenehmer, wenn der gut tut oder so. Den Wolf auch noch weg. Den auch noch zack, zack. Ich glaub, ich bin... Oh, da war ein Crit. Da war ein Crit. Digga, war das ein Crit, du. So. Komisch, dass dann die Wölfe nicht angreifen, ne? Das ist ja irgendwie schrecklich. Einen Wolfsfell brauchen wir noch. 30% Erfahrung bekommen. So, und eine Silbermünze. Ich krieg tatsächlich schon sowas wie Geld. Gut, dann sind wir hier ja fertig. Und geben sie ab dann bei Shonghua. Der wie aus dem Licht hier erscheint. So, bin ich aufgestiegen? Ne. Gibt's hier eine Quest? Ja, hier muss ich gleich. Gut. Umhang ist automatisch angelegt, gehen wir von aus. Wo ist er denn? Alles klar. Plus 88 Maximum HP. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, eine Quest machen wir noch. Ich bin rüberlaufen. Das ist nicht einfach hinleistet, wenn man der erste Titel. Oh, ich kann Titel. Was ist denn ein Titel? Im Laufe des Spiels kannst du Abschluss, kannst für den Abschluss schwieriger Quests verschiedene Titel bekommen. Drücke J. Um das Titelfenster aufzurufen, einige Titel können sogar Attribute verbessern. Das kenne ich aus irgendeinem anderen Spiel. King of Kings 3 oder so? Oh, das muss ich vielleicht auch mal wieder zucken. Okay, Fragen beantworten. Der erste Titel, Anfang. Wie öffnet man das Titelfenster?
Ja, verbessert Attribute. Glückwunsch, ich habe meinen Titel. Annahme. Level up! Du aktivierst eine neue Prüfung, Level 10. Kind des Drachen wird benutzt, alles klar, lassen wir gehen. Bringt das irgendwas? Erhöht die HP um 25, okay. Ist das nicht schon wieder? Du hast Level 5 erreicht. Du kannst dich ins nächste Gebiet teleportieren. Meshong wird dir dabei helfen, nach Dragon Castle zu kommen. Im Dragon Castle erfährst du dann von Pangu etwas über deinen Samsara-Stein, Universum-Stein. Du kannst das Fenster nach 5 Sekunden schließen, besten Dank. So, wir haben Punkte vergeben. Linie. Mag sein, dass ich mir jetzt komplett verskille, aber ich weiß auch nicht, wie die anderen das machen. Müdigkeit habe ich jetzt auch schon, oder was? Und jetzt heißt wahrscheinlich, dass ich noch nicht müde bin. Ach, ich habe nicht bestätigt. Also, nicht vergessen, immer bestätigen, dass man die Punkte vergeben will. Na, so sieht das aus. So sieht das aus hier.